Da könnten wir uns aber trotzdem gerade noch mal eine neue Mixing Bowl bauen und könnten die mitnehmen. Das ist eine normale Bowl, das ist eine Mixing Bowl. So. Was könnten wir noch brauchen? Einen Juicer auf jeden Fall. Einen Juicer hätte ich auf jeden Fall gerne dabei. Einen Portable Tank. Da haben wir jetzt nur den einen. Da haben wir nur den einen. Ich weiß nicht, ob ich den dann mitnehmen sollte. Ein Transferno, dass wir drüben auch genügend Cobblestones haben. Drei sind fünf. Gut, die reichen jetzt nicht unbedingt. Egal. Ja, was könnten wir noch brauchen? Die Glowstone-Nooks, die hätte ich gerne noch dabei. Die Glowstone-Nooks nehmen wir mit. Es soll ja drüben keine Hauptbasis werden. Es soll ja einfach nur so eine Nebenbasis werden. Ein bisschen Erde habe ich auch noch, 14 Stück. Dann würde ich mir noch einmal Wasser mitnehmen. Dann brauche ich eins. So. Dann, ach, weißt du was? Wir machen das anders da. Wir machen das so. Die Cobblestones nehmen wir wieder mit. Die Water Bottle setzen wir hier rein und setzen das Ganze dann in den Eimer. So. Dann können wir theoretisch eine Water Bottle eigentlich herstellen, aber das können wir auch lassen. Die legen wir einfach hier mit rein. So ein Silkworm brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben Oak Saplings, die ich auf jeden Fall auch gerne dabei haben will. Zack, machen hier einfach nochmal die ganzen Dinger voll. So. Dann haben wir die voll, die Charcoal, dann nehmen wir uns einfach den Stack mit, der hier noch in der Baumaterialkiste liegt. Und werden. Ja, komm, ein halber Stack reicht eigentlich. Obwohl, nee. Wir nehmen den mal komplett mit. Und machen uns daraus jetzt Blockkohle. Schmeißen das wieder hier oben rein. Gut, aus der Kiste brauchen wir eigentlich nichts. Die Kohle, vielleicht ein Stack Redstones, ich weiß es nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Und halt einmal Hardened Energy Cell. Eine Hardened Energy Cell nehmen wir noch mit. So, dann legen wir uns kurz hin. So. Fein, schlafi machen. So. Und da stehen wir wieder. Oh, ein leeres Camelpack. Das gefällt mir nicht. 1, 2, 3, 4. So. Da haben wir eins nicht richtig aufgefüllt. Naja, egal. Was soll's. So. 1, 2, 3. Und eine Waterbottle haben wir natürlich liegen lassen. Doofer Inventarplatz. Immer wieder dasselbe mit dem Ding. So, die ist auch bei 50%. Dann nehmen wir noch gerade nochmal zwei Stück. Füllen das Ding auch wieder auf. Dann sind wir eigentlich erstmal optimal versorgt. So, klatschen uns noch schnell irgendwas zwischen die Kiemen. Nehmen wir einfach mal vier Stock. Einfach mal ein bisschen Brühe fressen. Soll ja jetzt nur den Zweck erfüllen, dass wir nicht sofort verhungern. So ein Kaktus nehmen wir auch nochmal mit. Vorsichtshalber, ich weiß ja nicht, wozu wir den noch brauchen. So. Den Hangglider. Machen wir uns hoch auf unseren Turm.
genügend Cobblestones haben wir eingepackt und fliegen dann einfach mal schnell Richtung Nordosten. Nordwesten meine ich. So, und zack. Hui. So, F7 können wir wieder ausmachen. Fürs Erste zumindest. Ja, noch ein paar Texturen nachladen. Ganz klar, das muss ja auch mal sein. So, da haben wir da vorne unser kleines Bungalow. Bauen uns davor noch eine kleine Mauer. Auch wieder so wie die da drüben auch. Hey, ich kann von hier aus unser Haus sehen. Ja, jetzt nicht mehr, aber... Gut. Unsere Hatchet ist auch wieder voll. Gut. Ja. Habe ich jetzt eigentlich Holz mitgenommen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ach, ich bin ein... Ach, scheiße. Oder? Nee, natürlich habe ich kein Holz mitgenommen. Ganz klar, warum sollte ich auch? Aber egal, wir haben ja... So, zack. Wir haben ja schließlich Erde mitgenommen. Ah, genau das meine ich mit dem Mausrad. Das geht einfach viel zu schnell. Setzen da schnell so ein Ding drauf. Bone Meal haben wir ja dabei. So. Gut. Bone Meal haben wir dabei. So, den schmeißen wir erst nochmal raus kurz. Machen uns daraus schnell die Planks und einen Tisch. So, schön. Gut. Dann bauen wir uns schnell eine Kiste. Zack. Wo wir mal unseren Unrat hier reinpacken. So. Alles, was wir jetzt gerade im Moment nicht brauchen. Den Shell Constructor stellen wir mal hier hin. Daneben die Energy Cell. Zack. Nach rechts den Ausgang. Und einen Survivalist Generator oben drauf. Das Ding wird von oben gefüttert. Packen da den Block Kohle rein. So. Gut, dann haben wir das. So, das nächste, was wir tun, ist unseren Golden Bag of Holding mal ein bisschen zu leeren. Ups. Nee, das wollte ich jetzt nicht. 6. Zack. Und zack. So. Ziehen auf unser kleines Hütchen jetzt ein Dach. Scheiße. Ich sag's ja immer wieder, wie schnell man sich hier verbaut, das ist der Hammer. Zum Beispiel, weil irgendwas im Weg steht. Ein Glowstone-Knock. Da bleibt man an einem Glowstone-Knock hängen. Und sofort ist wieder die ganze Arbeit für die Katz. Und wieder an irgendwas hängen geblieben. Ach. Ist ja schrecklich heute mit mir. So. Bauen wir die Dinger wieder ab. Wir könnten uns natürlich auch ein Glasdach reinziehen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt irgendwie Sand herzustellen. Obwohl so ein Glasdach schon nice wäre. Das wäre echt nice. Aber das würde ich da machen mit Tinker's Construct. Und würde mir das Clear Glass herstellen. Das sieht dann um einiges schöner aus. Gerade fürs Dach würde ich das nehmen, weil das normale Glas jetzt mit dem Style Pack, mit dem Resource Pack von Jade Cat, sieht das dann einfach nur dämlich aus. Nichts gegen Jade Cat.
JetCat, ich hab dich gern. Ich hab dich echt gern dafür, dass du dieses Resource Pack gebastelt hast. Das finde ich so scheiß geil. Und ich muss mir dringend wieder für Minecraft das Fluchen abgewöhnen. In The Evil Within ist das ja überhaupt kein Problem, weil das Spiel ist sowieso ab 18 und das darf eigentlich gar keiner gucken, der nicht gerade schon mal 18 ist. So, gut. So. Dann hier draußen schnell einen kleinen Bereich ausgeleuchtet, wo wir eben unsere Mauer drumherum bauen. So. Eine kleine Mauer errichten wir hier noch. Sollte nicht allzu weit gehen. Bis hierhin ungefähr. Das reicht. Halt so, dass wir hier ein bisschen was anpflanzen können, einen kleinen Garten bauen können. Mehr will ich gar nicht. Hier werde ich aber eine Sache anders machen. Ich werde hier eine Tür einbauen. Ich weiß allerdings nicht, ob eine Eisentür oder eine normale Tür. Ich weiß nicht, ob die Zombies die einschlagen. Das ist meine ganz große Angst dabei. Warum baue ich die eigentlich drei hoch? Naja, egal, wir haben eh genug Cobblestones. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und unsere Cobblestones sind leer. Ich sehe schon, komm, ich krieg später in der Stadt krieg ich Probleme, dass ich mich nirgendwo hochbauen kann oder einbauen kann. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir keine Cobblestones mehr haben. Ich freue mich jetzt schon drauf, ganz ehrlich. Und da sind wir außerhalb der Mauer. Ja. Egal, wir nehmen jetzt einfach ganz normal Cobblestones. Ich habe jetzt keine Lust, Slabs herzustellen. Das soll ja eigentlich nur der Spinnenabwehr dienen. Gut. Machen das hier gerade noch weg. Ich könnte nämlich diesen Spinnen auch zutrauen, dass sie sich hier hoch, einfach hochklettern. Scheiße, sie können ja überall hochklettern. Ich hoffe, dass sie nicht so schlau sind. Naja, wobei, ich habe jetzt auch schon schlaue Zombies gesehen. Da wäre ich von schlauen Spinnen nicht mehr überrascht. So. Basteln wir uns den Spaß noch hier. So, zack. Zack. Zack, zack, und da noch rein. So, schön, gut. Ja, dann haben wir das. Das Ding bauen wir da ab. Da noch einen hin, da noch einen hin. So, 1, 2, 3, 4. Und machen hier ein Feld hin. Theoretisch könnte ich eigentlich auch 1, 2, 3, 4 da hinten das Wasser gesetzt. Und den Rest einfach voll gefüllt mit Erde. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich dooferweise meine Mattock nicht mit. So, das war eins zu weit. Das Wasser muss ich dann da hinsetzen. Nee, das... So. Dahin muss ich das setzen. 1, 2, 3, 4. Und dann habe ich es gesagt. 1, 2, 3. Nee. Dann muss ich das da hinsetzen. 1, 2, 3, 4. Was doch? Hä? Krumme Gedanken heute. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Achso, jetzt weiß ich warum.
Ja, gut, das wäre dann erstmal unser Feld. Doofes Feld, aber es ist ein Feld. So, den das setzen wir da rein. Dann bauen wir uns gerade noch eine Sch Was soll das? Stufe. So. Bauen wir uns da gerade nochmal eine Stufe hin. So. Machen den Eingang ein bisschen breiter. Genau, so. Dann. So. Und dann fehlt mir genau eine Stufe. Naja, egal. Was soll's. Brauchen wir ja nicht. Gut. Das Camelpack. So. Das ist unsere Vorratskiste. Da packen wir jetzt das Camelpack rein. Die Axt. Unser Klon ist so gut wie fertig. Ja. Boah, das ist einfach mal so. Zwei Wooden Hose. Achievement, time to farm. Hauptsache, wir können gerade irgendwas anpflanzen. Einfach mal hier die Raspberries angepflanzt. Fertig. Gut. Und dann beende ich erstmal diese Aufnahme, falls noch irgendwas schief läuft. Und werde euch gleich wiedersehen. Bis gleich.